Ja, moin und willkommen am Start mit einer weiteren Folge zum Daily News Bash, eurem fast täglichen Gaming News Format hier auf meinem Kanal. Und heute haben wir zwei coole Themen. Eins, das quasi schon fast direkt auf ein Video von vor ein paar Tagen Bezug nimmt, wo ich über Blizzard gesprochen habe und Activision und der Zusammenarbeit. Da haben wir gleich eine Sache, über die wir unbedingt sprechen müssen, die meiner Meinung nach sogar tatsächlich ein bisschen positiver zu sehen ist, als der Artikel die Informationen da ausbreitet. Und auf der anderen Seite haben wir Destiny als Free-to-Play, also Destiny 2, als zukünftiges Free-to-Play-Spiel mit einer kleinen Anpassung, über die wir gleich sprechen müssen. Fangen wir aber ganz kurz an mit Blizzard und einem Interview, beziehungsweise mal wieder dem guten Jason Schreier von Kotaku, der in der Vergangenheit, ich werde es glaube ich in den Videos öfter erwähnen, es handelt sich hierbei natürlich wieder um Aussagen verschiedenster Leute, die nicht beim Namen genannt werden müssen, deswegen sind solche Gerüchte immer mit Vorsicht zu genießen. Jason Schreier hat aber in der Vergangenheit sehr oft recht gehabt mit den Aussagen, die er eben getätigt hat, und man kann schon sagen, das sind so Anhaltspunkte, an die man sich auf jeden Fall halten kann. Und heute geht es um Blizzards neuem Game, das eigentlich seit 2 Jahren in der Entwicklung ist und im StarCraft-Universum angesiedelt sein sollte, jetzt aber von Blizzard gecancelt wurde, damit an anderen Spielen gearbeitet werden kann. Der Projektname von diesem StarCraft-Spiel hieß Ares, A-R-E-S, und soll natürlich im StarCraft-Universum gespielt haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo es gekillt wurde, und es soll so ein bisschen an Battlefield erinnert haben. Terraner gegen Zergs, wie auch immer dann die Aufmachung an dieser Stelle gewesen sein soll. Was aber ganz interessant ist, ist folgendes: die Engine von Overwatch, die soll hierfür genutzt worden sein. Das heißt, man hat versucht, die Entwicklungsprozesse zu beschleunigen. Also wir haben ja ganz viele verschiedene Firmen, die alle nicht darauf spezialisiert sind, ganz schnell neuen Content rauszuhauen. Und wenn, dann haben wir oft mit Bugs zu kämpfen. Und Blizzard hat sich in der Vergangenheit ja eigentlich immer damit gerühmt, dass wenige Bugs oder möglichst wenige Bugs in den Spielen eben existieren. Natürlich in so einem Open-World-Spiel, wie es beispielsweise bei einem WoW der Fall ist. Oder, weiß nicht, bei einem Overwatch haben sie natürlich auch versucht, so alles so schnell wie möglich rauszupatchen. Und mit einer Engine, die eh schon seit einigen Jahren genutzt wird, eben für Overwatch, warum die nicht also auch für neue Games versuchen zu nutzen? Und das haben sie hier an dieser Stelle auch bei StarCraft getan. Jetzt aber keine Angst, die Mitarbeiter wurden nicht gefeuert, weil eben ein Projekt abgesägt wurde, so wie es bei der Entwicklung relativ häufig passiert. Die Mitarbeiter wurden also abgezogen von diesem StarCraft-Projekt, wo ich es ziemlich schade finde, dass es leider nicht das Licht der Welt erblicken konnte. Aber dafür wird an Diablo 4 als auch Overwatch 2 gearbeitet. Da müssen wir ganz kurz differenzieren. Dass in Diablo 4 kommen wird, wissen wir alle. Das ist nur eine Frage der Zeit. Darauf warten die Leute. Da kann man auch gerne ein paar Jahre drauf warten. Das ist kein Problem. Wie das Spiel aussehen wird, werden wir sehen. Vielleicht wird es ja dieses Jahr wirklich ein Announcement geben. Auf der anderen Seite bin ich ein bisschen skeptisch bei einem klassischem Overwatch 2, so wie es hier genannt wurde. Es geht aber da noch ganz kurz weiter. Es soll nämlich bei dem Overwatch 2 um ein PvE-Spiel gehen, das Left 4 Dead-Elemente beinhaltet. Ich habe keine Ahnung, wie man darauf gekommen ist. Ich weiß nur, dass das Gerücht aktuell ist. Es soll wahrscheinlich um Stories gehen und es soll Mechaniken wie bei Left 4 Dead bieten. Wie auch immer das aussieht, auf jeden Fall soll ein Spiel angesiedelt sein, das dieses Jahr auf der BlizzCon announced wird, das diese Elemente beherbergt. Was ganz interessant sein könnte. Ich glaube, Overwatch als Game per se, so wie die Overwatch League läuft und so wie wir uns das in der Zukunft auch vorstellen können, dass Overwatch einfach immer mehr Maps, Helden, bisschen Story dazu bekommt. Ich glaube, das kann so weiter existieren. Aber parallel ein Spiel zu haben, das Story vermittelt, ich glaube, das wäre ganz cool. Ihr könnt auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung das komplette Statement von Blizzard an Kotaku sehen. Da könnt ihr euch das Ganze mal angucken und auch die Quellen habe ich euch natürlich unten verlinkt. Guckt euch das sehr, sehr gerne mal an. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich Destiny 2. Das erhält am 16. September das nächste Add-on und wird Free-to-Play. Also jetzt nicht das Add-on per se, sondern ihr könnt Destiny 2 dann ab dem Moment bei Steam kostenlos runterladen. Die Erweiterung wird Shadowkeep heißen und die benötigt nicht den Vorgänger, also das Vorgänger-Add-on Forsaken, dafür, damit ihr das Spiel spielen könnt mit dem neuen Add-on, was auch ziemlich cool ist. Seitdem Activision als auch Bungie getrennte Wege gegangen sind, muss man sich natürlich einen neuen Client überlegen. Vorher, beziehungsweise aktuell, haben wir es ja immer noch in dem Battle.net-Client. Das wird dann nicht mehr passieren, sondern das wird über Steam vermarktet. Und Destiny 2 als Game an sich wird eben kostenlos sein. Mit der Umstellung zum Free-to-Play-Modell wird es dann auch keine Exklusivität mehr mit Sony geben. Demnach wird es keine Waffen und generell Ausrüstungen eben exklusiv für die PlayStation 4-Spieler geben, sondern man möchte einfach alle Leute mit ins Boot holen und quasi einen Neuanfang wagen. Es soll außerdem noch so eine Art Cross-Save geben, das heißt, ihr könnt auf der einen Seite am PC spielen und dann könnt ihr bei der Xbox weiterspielen. Es geht hier an dieser Stelle leider noch nicht mit der PlayStation 4, zumindest dem Leak zufolge. Das heißt, ihr könnt einen Speicherstand auf 2 unterschiedlichen Plattformen nutzen. So eine Art Neuanfang klingt für mich persönlich eigentlich doch recht interessant. Vielleicht schaut man dann einfach nochmal rein, vor allem weil wir jetzt ein Free-to-Play-Modell haben werden und wir auch den Namenswechsel
Wechsel von Destiny 2 zu Destiny 2 New Light haben werden. Womit quasi versucht wird, einfach nochmal so eine Art Neuanfang zu symbolisieren. Vielleicht wird das Game ja nochmal einige Leute umhauen. Ich denke, wir werden auch in der nahen Zukunft noch ein paar mehr weitere Informationen dazu erhalten. Wenn ihr jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall gespannt auf die E3 wartet, dann könnt ihr mir sehr gerne hier ein Abo dalassen, denn ich werde Videos machen. Wir starten am Samstagabend um 18 Uhr mit der E3 und EA. Das heißt, ich werde dann pünktlich versuchen, zum Sonntag auf jeden Fall das erste Video für euch rauszuhauen. Deswegen lasst mir gerne ein Abo da. Wenn euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich dolle auf jeden Fall über einen dicken, fetten Daumen nach oben freuen. Stay tuned, das war's Mogul und wir sehen uns in der nächsten Episode.